Und willkommen zurück, meine Lieben. Jurassic World Evolution, das DLC Return to Jurassic Park. Und das ist die Mission, Ausbrüten und Freilassen vier beliebige Dinosaurier. Das haben wir jetzt gleich. Ich habe jetzt mal ein bisschen gewartet, bis das dann wirklich hochläuft und dann auch die Aufnahme zu starten, weil uns einmal, oder bei mir einmal, der Dilophosaurus einmal verreckt ist beim Ausbrüten. Deswegen habe ich den einfach nochmal gemacht. Und damit wir es nicht nochmal zusammen machen müssen. Okay. Da kommt er. Wunderbar. Der junge Cabot hat mir eben erzählt, dass unsere ersten neuen Dinosaurier gesund und wohlauf sind und die Maßnahmen gegriffen haben. Jetzt können wir die Spezies liefern, die der Jurassic Park braucht. Von jetzt an sollte die sprichwörtliche See ruhig sein. Ja, außer wir rammen einen Eisberg. Ein unfairer Vergleich, Dr. Merton. Dinosaurierbedrohung? Unsere Technologie ist wesentlich moderner. Aber Ihre Methodik nicht, John. Dinosaurierbedrohung? Huh? Ist aber eigentlich keine wirklich großartige Bedrohung. Machst einen Zaun. Kommt da nicht vorbei. Okay, wenn er Spaß am Zäune kaputt machen hat. Ist egal. Ich brauchte nämlich genau den hier gerade. Haben Sie Cabot gesehen? Nicht in letzter Zeit. Oh mein Was Gott. Was wissen wir über ihn? Cabot? Hammond scheint ihn zu mögen. Ich hörte, er ist der Sohn eines Freundes, was seine mangelnde Qualifikation erklärt. Aber vertrauen wir ihm denn? Hammond schon. Das habe ich nicht gefragt. Was denkt Malcolm darüber? Ernie, ich frage Sie zuerst. Ich denke, der Jurassic Park macht Sie paranoid. Oh mein Gott. Ich finde es immer lustig. Du fragst der Frau was und die gibt dir eine Antwort. Eine Frage als Antwort wieder zurück. Wow. Gucken. Produkt wird eingesetzt. Produkt. Noch mehr Produkt. So, jetzt mal hier rein mit den Dinos. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Hole Produkt ab. Produkt muss okay. Eingesammelt werden. Was ist denn eigentlich sein Problem hier gewesen von dem... Wie hieß er nochmal? Edmontosaurus ist das, glaube ich, ne? Nee. Carithosaurus. Was war dein Problem? Bestand. Ist irgendwas verreckt? Wieso hat denn der sich jetzt erst darüber aufgeregt? Produkt wird transportiert. Gucken wir mal. Was sind da? Nee, die hat keine Edmontos sind gar nicht hier, ne? Nö. Wenn das nämlich keine... Oh, kann ich gar nicht verkaufen. Ich dachte, ich könnte die verkaufen. Wir lassen den da liegen da. Im Moment brauche ich den nicht. Aber wir forschen so lange weiter. Das ist eine gute Idee. Forschen und Geld bekommen, das ist immer super. Nein, falsch. Sorry, ich muss was gucken. Und ein Parasaurolophus. Okay. Dann müssen wir den auch noch erforschen. Das war hier, ne? Das war Stego. Parasaurus. Und nochmal Parasaurus. So.
So, wir können ein Triceratops. Aber so alleine ein Triceratops ist doof, ne? Wir brauchen, glaube ich, mindestens zwei brauchen die, ne? Ich mach mal. Erstmal mal ein Triceratops. Wie steht denn das? Wo? Information hier? Sozialgruppe auch alleine. Okay. Dann machen wir erstmal nur einen. Okay, jetzt machen wir noch das Gehege hier fertig. Warum greift der Zaun an? Habt ihr das gehört? Er greift den Zaun an. Oder hat er das nur ganz kurz gemacht? Hat den kurz angegriffen, ich hab's gehört. Wo sind die überhaupt? Müssen sie sich eigentlich wohlfühlen. Die brauchen ja kein großes Gehege. Okay, das ist ein großes Gehege. Ich baue aber jetzt gerade nochmal direkt mal ein Triceratops-Gehege hier nebenan. Wir starten das erstmal hier. Okay, gerade ist was anderes, aber ist okay. Ich glaube, das reicht für die Triceratops. Ich glaube, das reicht. Ein bisschen Gemüse. Die Wasserfläche setze ich hier hin. So, noch eine zweite. Das machen wir so ein bisschen sumpfiger, auch wenn die das nicht unbedingt brauchen. Und viel Gras. Das sind ja Pflanzenfresser. So, Bodenbelag mache ich hier auf der Seite so ein bisschen dunkler. Und hier vielleicht ein bisschen felsiger. So, muss ja nicht viel felsig sein. Und dann machen wir hier noch einen schönen Baum hin. Und einen Stein. So, erstmal zwei Gehege gebaut. So, dann können wir nämlich mal gucken. Ich klicke das übrigens mal weg für die neuen Leute, die das ganz neu sehen. Ich habe das schon so x-mal gesehen, wie die Dinosaurus hier rauskommen. Die Dinosaurier meine ich. Deswegen mache ich das sofort weg, damit wir nämlich direkt auf den Punkt kommen. Okay. Direkt ins richtige Gehege. Ich habe gesehen, dass wir Futter vergessen haben für unser kleinen lieben Stegos. Setze ich am besten. Wo ist das Tor? Na? Hier. Wir müssen das Tor nämlich übrigens noch setzen. Ohne Tor. Okay. Passt. So, passt sogar sehr gut. Wir könnten das jetzt anders noch machen, damit wir nämlich noch mehr Gehege hier hinsetzen können.
macht das genauso schräg, wie ich das nämlich schon gebaut habe, alles. Na, das war sogar richtig eigentlich. Okay. Hier werden wir noch ein Gehege hinsetzen müssen vielleicht. Wir gucken mal den Stegosaurus, ob der sich beruhigt hat. Ah, ob der die Stegosaurus, nicht der Stegosaurus, der Triceratops. Wie komme ich mal ganz auf den Stegosaurus? Total falsch. So, den machen wir jetzt auch noch. Die Forschung. Ich muss mal ganz kurz schnell hier, wir haben nicht so viel Platz. Deswegen müssen wir das jetzt alles... Na, klick, 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 klick. Okay. Dann schicke ich die Teams wieder genau dorthin. Para und Para. So, dann haben wir das schon mal hinter mir. Der überlebt noch. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es dem Triceratops geht. Dem geht's gut. Wir müssen alleine. Können wir im Nachhinein noch was dazu bringen. Dem geht's gut. Da ist er. Dem Triceratops geht's gut. Mal ein schönes Foto von dir. Wir können auch ein Foto von ganz nah machen. Ich finde seine Hörner so geil. So. Ich denke mir, wir müssen noch ein Gehege machen, ein großes Gehege für irgendwelche anderen Pflanzenfresser oder große Tiere. Da hinten sind zwar die Brachiosauren, aber vielleicht muss ich ja welche erstellen, deswegen lasse ich das hier erstmal frei. Ich kann übrigens mal hier und hier ein Tor reinsetzen. Doppeltor ist immer besser. Dann mache ich mal folgendermaßen. Voll cool. Die sind neu, die kenne ich nämlich selber nicht. Okay, wir können jetzt ein lebensfähiges Gnom erstellen. Okay, das machen wir gleich. So. Oh, das ist noch gar nicht... Den lassen wir aber hier frei. Einen Para. Ich mag die Parasaurolophus nicht hier im Spiel. Die sind so aggressiv immer. Und die brauchen eine Riesenhorde von Tieren. Und die sind immer so scheiße aggressiv. Dex hat es gerade selber gesagt. Er braucht eine Riesenhorde von Tieren. Das macht das Spiel nämlich extra. Die machen hier... Komm, brüte mal aus. Alles gut. Hier nochmal. So. Wie viel brauchen die? Mindestens 4. Leck mich doch am Erbel, lebe die A, B, C und D und E und F und so. Machen wir hier alles. Klick, 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 klick. Weltmeister im Klicken, hier wird man. So. Wie sieht's aus? 84%. Wir brauchen ja einen. Wir haben zwar schon 4 oder 3, weiß ich jetzt nicht mehr. Und wir müssen aber noch einen machen, weil eben das Spiel das so möchte. Kriegen wir aber hin. Kriegen wir hin. Ich kann nur den Jeep schon mal holen. Das ist fertig. Okay. Gucken wir uns natürlich von der Kanone aus an. Wir lassen einmal schreien. Shut the fuck up. So. Nochmal eine fettere Ladung. Okay. Direkt so ein Hubis wieder. Ich könnte ihn sogar beim Triceratops reinschmeißen, weil der wird den Triceratops nicht angreifen, weil der Triceratops ein bisschen größer ist.
und ein bisschen mehr Aua machen kann. Hier geblieben. Brauchst dich gar nicht zu drehen. Schießen die Parasaurus uns aber ab. 82%. Okay, wir müssen ein bisschen warten. Achso, den Parasaurus Lophus, den könnte ich nämlich dann hier, solange es vonnöten ist, werde ich den solange jetzt mal hier in das große Gebiet reinschmeißen. Dann freut er sich. Bestimmt schon wieder, der Jeep fährt schon bestimmt wieder nach Hause, ne? Da fährt er, ist schon wieder weg. Okay, dann lassen wir sie erstmal alle raus. Und dann ballern wir sie ab. Viel Bewegung haben sie ja sowieso hier nicht drin. So. Raus. Raus. Kommt da auch einer? Oh nein, der eine ist tot. Na toll. So. Ab mit dem Jeep los. Und wieder zurück zum nächsten. Ich lasse die jetzt so lange auf dem Boden liegen, bis alle da sind, weil ich weiß nämlich ganz genau, wenn die nicht im... Wir müssen dafür sorgen, dass alle Dinosaurier auf Isla Sorna sich in ihrem Umfeld wohlfühlen, ehe wir uns auf andere Dinge konzentrieren. Ja, so sehr man sich 65 Millionen Jahre in die Zukunft geschleudert eben wohlfühlen kann. Wir machen uns an die Arbeit. Da. Eigentlich wollte ich, dass der Jeep das schneller macht, aber der ist ein bisschen lahmarschig. Platz, heiß und fertig. Feuer. Bam. Feuer. Fertig. Und eingeknickt. Das warten wir wirklich, bis der noch der eine fertig ist, sonst bringt das hier alles nicht. Sorgen Sie dafür, dass die Geborgenheit des... ja, easy. Achso, ich wollte hier noch eine Futterstation bauen. Ja, hier so. Hier mal nahe vom Eingang, damit man nämlich mit dem Jeep nicht so weit fahren muss. Das sind nämlich Schlaumeier. Das sind nämlich Schlaumeier, dass hier, guck mal, dass die Geborgenheit nicht sinkt. Ja. Ich weiß ganz genau. Wenn du einen Parasaurus einzeln ausbrüten lässt, flippt er nämlich total aus, weil er alleine nicht sein möchte. Und dann gibt's echt böse, böse Ärger. Naja. Wir werden das noch ganz kurz abwarten, dann schießen wir den ab und fahren mit dem Wagen da wieder hin. Und die übliche Masche. Let's go. Ich finde es immer so lustig, die kommt gerade an. Und so. Ich schieße jetzt. Anlage B ist sicher. Oh Gott, ich wusste alles. Gute Teamarbeit. Sie wissen wirklich, wie man für Stimmung sorgt, John. Ein wenig Enthusiasmus hat noch keinen umgebracht, Dr. Malcolm. Ach ja?
Ihr Enthusiasmus hat mich schon mehrere Male fast umgebracht, würde ich sagen. Okay, ich dachte jetzt, ich wollte jetzt eigentlich die Dinos nochmal richtig in die richtigen Lager bringen, aber gut. Wenn abgeschossene liegende Dinosaurier auch dazu zählen, dann ist es, soll so sein. Gucken, ob ich jetzt hier weiterspiele oder ob wir jetzt auf eine andere Insel kommen. Ich bin gespannt.